Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ja, und willkommen zurück hier beim unserer Wasserspielereien. Wir hatten die Insel schon geplündert. Jetzt geht es daran, wieder mal den Gerd auf die Schnauze zu hauen. Das machen wir auch gleich, bevor uns noch die Lust verliert. Ich sollte nur mal vorher noch einen Schluck trinken. Das wäre vielleicht angebracht. Die Fräsen haben wir schon. Und ja, dann geht es erstmal hier ab ins Planschebecken. So, ich weiß nicht, warum der da hinten rumschwimmt, aber ist okay. Es beachte mich ja gar nicht mal. Blöder Hai. Weil wir wollen nämlich auch sein köstliches Fleisch haben, aber der ist jetzt schon wieder zu weit weg. Eigentlich ist so viel. Oh. Ja, da haben wir uns aber hier. Ach, ich bin so am Gamepad hängen geblieben. Wo ist er denn? Also das mache ich aber nicht sehr gut. Also das lief letztes Mal wesentlich angenehmer. Ah, jetzt wenigstens mal drei Hits gemacht. Ja, ich habe zwar gestochen, aber irgendwo, keine Ahnung. Irgendwo hin, wo ihn anscheinend nicht juckt. Und mich umso mehr. Ja, wie war das nochmal mit schnell umdrehen? Ach, du blöde Fisch. Komm, einen können wir noch. Der schwimmt aber auch komische Dinger hier, ey. Komm jetzt. Na, endlich. Ja, werden wir vielleicht Klee ansetzen. Weil, das brauchen wir. Weil wir wollen ja nicht verhungern, ne? So. Hier noch den restlichen. Dann haben wir nämlich Jute 4. Und ab in die Tiefen. Ich weiß ja nicht, was wir hier so Schönes kriegen. Ich hoffe einfach nur auf Metall. Mal wieder. Also nicht, dass ich jetzt im Metall geil bin. Eigentlich will ich auch hier hinten rumschwimmen. Und das Ganze nehmen, was meins ist. Ich glaube zwar eh, dass wir da vorbeischwimmen würden, aber wenn ich hier schon mal auf der Tour bin, dann kann ich das ja auch tun. Das ist ja das, was wir gesehen haben von der Insel aus. Und Planke ist nun mal heiß begehrt, ne? Ein heißer Scheiß ist das. Der heißeste Scheiß eigentlich im Spiel. Muss man ehrlicherweise so sagen, ne? Nebenbei können wir hier gucken, ob hier. Ah, da, siehst du? Hier ist nämlich überall Metall dran. Jetzt wäre ich nämlich fast schon wieder vorbeigeschwommen. Ein richtig fettes Metallvorkommen hier. Also die sind dicker als sonst, ne? Kann das? Ich glaube da hinten, da kommen wir denn noch so hin. Ich weiß nicht, 100%. Ich gucke mich hier einfach mal noch so ein bisschen um. Deswegen, bevor ich da nicht mehr dran vorbeikomme, würde ich es lieber sammeln. Hat hier schon jemand mal ausprobiert, wie weit man hier eigentlich so schwimmen kann? Sterben kann man ja nicht, ne? Zum Essen sieht ein bisschen doof aus, aber jetzt hier von Insel zu Insel schwimmen, geht er doof? Das wäre ja eigentlich auch mal so eine Challenge wert, ne? Könnte man ja fast mal ausprobieren. So, jetzt gehen wir hier wieder ran. Weil das große Ziel ist ja nach wie vor, dass wir hier so ein bisschen, da ist noch Kupfer auf jeden Fall. Das sehe ich. Ich will hier erstmal meine drei. Oh, da oben ist auch Kupfer. Also wenn er mir kommt, ne, schon davor hatten wir ja die Metallinsel gehabt. Aber wenn man sich da, also wenn er mir schreibt, so bei jeder Insel findet man aber so viel, dann muss ich sagen, boah, dann muss ich aber ja schon blind sein. Oder ich habe neue Augen mittlerweile. Und einen anderen Blick. Blick eines Irren. Ungefähr. Oh, da ist auch noch. Gib mir mein Stuff. Das ist alt meins. Ich hab das nämlich gepachtet. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen weiter weg schwimmen, das ist gar nicht so schlecht, weil dann sieht man es funkeln, glaube ich. Ja, ich weiß, ich habe noch keine Dings gesammelt.
Aber ist aber auch eine kleine Beschi oh, da glitzert. Kleine beschissene Insel. Aber ich will eben, wie gesagt, nur Metall und dann machen wir auch gleich weiter. Weil wir brauchen einfach auch den Stuff, ne? Wir sind jung und brauchen das Zeug. Da ist auch noch was. Oh. Siehst du mal. Das siehst du mal, was man da so alles findet, ne? So ein verstecktes Kistchen. Ja, Gerd kann dann noch so ein bisschen rumlungern, sind mir egal. Oh, da haben wir aber alles gekriegt, eigentlich, was wir wollten. Cool. Das ist richtig gaut. Ich mache nur mal kurz Kontrolle, wie viel haben wir. Oh, richtig viel Holz haben wir gekriegt. Dann werden wir das mal hier, die haben wir auch so gesehen. Hier, da müsste ich noch ein bisschen was drin pflanzen. Guti. Ja, gut Holz gekriegt, ne? Da könnten wir eigentlich fast einen Pfeiler bauen. So, lass mal gucken. Wenn der so kann, dann müssten wir jetzt gucken, dass wir... Ne, Moment, mit Nama. Das war den nächsten Pfeiler. Natürlich mit Nägel. Da wollen wir nicht vergessen. Nicht da bauen, sondern da. Und das müsste ja dann eigentlich reichen, ne? Wenn der... Ne, das reicht nicht. Hier hätte ich hinbauen müssen. Und hier. Ja, und der muss wieder weg irgendwie. Naja, kriege ich wenigstens ein bisschen was wieder. Ich glaube, das ist jetzt richtig, ne? Ja. Naja, wir werden nicht viel hinkriegen. Das auf jeden Fall nicht. Aber wieder ein bisschen was, ne? Und das sieht hier oben jetzt schon richtig wohnlich aus. Guck mal, wie heftig fett das jetzt schon hier oben ist. Also wir kommen immer mehr zum Ziel, da wo wir hin wollen. Das ist gut, das macht mir Mut. Und normalerweise würde ich jetzt auch schon weiter segeln, aber das wird jetzt endlich Nacht, also kümmern wir uns um die, sag ich mal, alltäglichen Subroutinen. Trinken, essen und schlafen gehen. Aber erstmal, ja, okay. Könnten wir eigentlich auch mal unser Gemüse einpacken hier? Was war? Ich hatte doch eine Kartoffel. Da. Ach, eine Glasscherbe haben wir auch noch gefunden. So, das kann eigentlich auch wieder rin, das kann rin. So, oh, da sind wir voll. Das sollten wir dann schmelzen, ne? Das haben wir. Okay, dann brauchen wir eigentlich nur drei von den... Ja, das passt ja eigentlich von der Anzahl her. Und dann haben wir richtig viel heißen Stuff. Also da können wir uns nicht beschweren, ne? So, Metall kann ich noch wegpacken. Und dann haben wir ziemlich gut wieder dabei. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns hier das eine Steak hier noch. Ach, den Stein wollte ich noch rausballern. Hier, weg mit dir, du Lump. Weil wir wollen jetzt Schnitzel noch essen und dann ab in die Haie. So, komm. Haben keine Zeit zu verlieren. Ich nehme einen Schluck Kaffee, während wir schlafen. Und dann geht es eigentlich auch weiter. So, dann ist das erste erstmal gucken, wie ist denn unsere Treibrichtung. Die ist jetzt, na da. Ich würde sagen, wir setzen das Segel. Aber volle Kanne nach da. Ich nehme mal das Paddel schon mal. Anker lichten und los geht's. Komm, 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 komm. Boah, guck mal, wie weit wir weggeflutscht sind. So, Natura wird uns ja begleiten. Oder uns den Weg zeigen, sage ich mal. Ich hätte ja gerne, dass wir könnten ja schon mal... Haltet ihr davon? Wir machen den hier. Den können wir erstmal aufsammeln. Und den werden wir hier nach oben flatschen. Und wenn wir genug sammeln, ich würde sagen, na, hier so hin, fehlt ja noch die Batterie. Warum haben wir die nicht gleich mitgenommen? Das ist keiner.
Und die Antennen ein bisschen weiter auseinander. Das können wir ja gleich machen. Batterie. So, einschalten. Ah, zu nah an der anderen Antenne. Aha, zu weit von Empfänger entfernt. Okay, gut, alles klar. Da wissen wir ja schon mal ein bisschen Bescheid. Dann werden wir die mal entfernen. Eins. Und wahrscheinlich die hier. Ich weiß es nicht. Und dann bauen wir eine. Ich würde da gerne noch eine Etage bauen, ne? Aber so und so. Also wenn er jetzt nicht sagt, das ist cool, dann weiß ich ja auch nicht. Oha, guck mal da. Ich würde sagen, da werden wir jetzt mal so hintreiben. Dann geht es nämlich Richtung Zukunft. Richtung Zukunft. The future of the Sioni treibt auf der See. So ungefähr. Ja, hört sich jetzt nicht spannend an. Aber für mich schon. So, die wollten wir auf jeden Fall auch noch wegballern. Die Metallerzen. Weil zwar wegen hier Scharnieros, der Los Catos, der Los Catorsos irgendwie sowas bräuchten. Und deswegen, alter Schwede, haben wir viel Blatt. Bist du denn schon vollgeblattet? Nee. Boah, was wollen wir mit so viel Blatt? Irgendwann schmeiße ich es weg. Das ist einfach, dann haben wir das Blatt. Na, hab ich das Blatt aber voll. Aber richtig voll. Obwohl wir eigentlich auch das Metall hier unten, das brauche ich ja auch nicht so. Ne? Ich glaube, das haben wir aus der Truhe gekriegt. Vorwärts! Vorwärts geht's! Wir leben eigentlich seit Tagen nur vom Hai, ne? Handelt. Wollen wir mal gucken, ob das auch alles so stimmt da oben? Ich weiß ja nicht, muss ich mir die Inseln aufschreiben? Wir sind hier 840. Also da haben wir noch ein paar Meters. Das ist auch nicht so schlimm. So werden wir, denke ich mal, uns alle sammeln, damit wir vielleicht ein bisschen Dings da bauen könnten. Wir hatten die Ecke hier weggeknabbert. Gerhard. Ey. Die verdammte Ecke weggeknabbert. Der kann mir jetzt wieder nicht erzählen, so, nö, nö, du wolltest nicht. Ja, der wartet. Der kleine Fresssack, ey. Da ist er nämlich. Ich wüsste ganz genau, dass der das immer gerne macht. Ne? Also wenn ich Holz farme, dann bin ich konzentriert. Und nie so konzentriert bei irgendeinem Spiel gewesen, wenn ich Holz farme. Ich bin mal gespannt, allgemein jetzt, ob wir überhaupt diese Folge rankommen. Ne? Aber wie gesagt, macht euch da keinen Kopf, weil ich will ja noch Dings bauen. Die Plantagen oben. Irgendwie das zu bauen. Weil Zeug haben wir ja genug. So, das Einzige, was so ein bisschen immer fehlt, ist hier Plaste und Holz, ne? So, aber das kriegen wir ja immer ziemlich schnell zusammen. Das ist ja praktisch, schwimmen wir ja drüber. Also nicht nur praktisch, wir schwimmen darüber.
blöder Pisser. Wisst ihr, wie teuer das immer ist, alles zu reparieren? Gerhard, ey. Das ist jetzt nicht so cool. Irgendwo hat eine Ecke gefehlt, ja. Das ist echt nicht cool. Klar, eine Decke wäre teurer, aber der Vorteil ist es jetzt ohne. Sollte ich mir eine Ersatzbatterie bauen? Nee, oder? Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich ganz, ganz viel brauche jetzt zur ersten Insel, weil wir da länger verweilen werden. Aber ich weiß es eben nicht. So. So. Heftig viel. Geschmolzen wird er jetzt auch schon haben. Da können wir schon mal tauschen, durchtauschen. Aha. Können natürlich auch die Haiflosse schmelzen. Oder Haifleisch. Ist egal. So. Wollen wir denn mal gucken? Von den Elos Catorsos Baus große Planchos. Pass mal auf, wir wollten ja. Schau mal, wo hier? Wo waren das? So, wir wollten das hier machen, ne? So, da brauchen wir ja ein Seil. Das haben wir ja. Also, das könnten wir noch. Nägel und Scharnier. So, Nägel dürfte ja auch nicht das Problem sein, weil Nägel. Scharnier. So, Nägel könnten wir noch bauen. Und Seile hätten wir. Eine große haben wir. So, eine kleine. Ich hab zu viel Stuff. Dass ich mal zu viel Stuff habe, das ist ja unglaublich. Eigentlich unvorstellbar, ne? So. Wie sieht's aus? 900. Aber wir müssten weiter nach hier irgendwie. Damit das mal ein bisschen vor uns kommt. Irgendwie so müsste es gehen. Große Anbauflächen. Gut. Aber ich würde es. Ja, komm egal, pünktlich. Ich bin hier aus Versehen gerade runtergefallen. Aber das scheint ja zu laufen. So, dann haben wir nämlich den hier und zweimal den hier. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Ich würde sagen, hier hinten ist denn unser ja, Schlaraffenland. Da können wir nämlich eins und da. Zwischen vielleicht, ja, obwohl den werden wir mal davor machen, den hier. So, und dann haben wir ja noch die hier. So, und eine Vogelscheuche müssten wir ja auch noch bauen. Hier eine Vogelscheuche. Da bräuchten wir noch so ein bisschen, bevor ich da überhaupt was einpflanze. So, was brauchen wir dafür? Für eine Vogelscheuche nochmal das hier. Das ist nicht das Problem. Kunststoff, Palmenblatt kriegen wir, Planke kriegen wir auch. Also das hier. Zack, zack, zack. Pam. Und eine Sprinkleranlage. Da brauchen wir noch Bolzen und Leiterplatte. So, Leiterplatte geht jetzt nicht, aber Bolzen ging jetzt auch. Achso, doch. Hä? Das hier, das hier. Eine Leiterplatte. Achso. Und natürlich eine Batterie. Eine Batterie bräuchten wir noch Kunststoff und Kupfer. So, dann haben wir ziemlich cool schon mal gebaut. Ich weiß zwar nicht so die Sprinkler-Dinkler, wie ich das am besten denn so baue, aber das sehe ich jetzt gleich. Wahrscheinlich brauche ich für den Sprinkler eine Decke. Hat Sprinkler nicht gebaut? Nee. Hier.
Wollte ich bauen. Schrott brauche ich noch. Fuck. Okay. Dieses kleines Aas, ey. Auf den immer kaputt zu machen. Lass mal gucken, wo wir überhaupt hier überall reinschwimmen, ne? Geht ja so selten hier reingucken. Müssen wir oben eigentlich auch gleich gucken, wo wir sind. Aber erstmal noch nicht. So, die Rübe kommt raus. Dann sind wir da. Ich bin total, also ich bin voll da. So, der Sprinkler. Aha. Benötigt Wasser. Wasser haben wir ja nicht. Wir brauchen ja immer Süßwasser dafür, oder? Okay, Moment, Moment. Wir wollen ja mal gucken hier, ne? Was machen wir denn hier überhaupt? Okay. Ah, guck mal, wir haben hier so eine volle... Okay. Oh, das wird interessant. Wir gucken hier mal drauf. Batterie ist leer. Na gut, dass die leer ist. Ich glaube, ich sollte das nicht allzu lang machen. Aber wir kommen langsam an. Ich würde auch sagen, wir gehen erstmal schlafen. Und dann ist gut. Erstmal wieder Tag haben. Ach, und dann ist es schon so vorbei, ne? Ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ne? Ich bin mal gespannt, wann wir so ankommen. 700, das scheinen ja 700.000 Kilometer noch zu sein. Aber... ich habe Hoffnung. Ich habe echt, echt gute Hoffnung. Dass das so langsam... Hat das abgeschmissen? Ja. Okay, dass das so langsam wird, ne? Also, bis denn. Ciao.